Meine Lieben, jetzt bin ich auf einer sehr, sehr wichtigen Station in der Nähe von Karlsruhe. Und da ist ein sehr, sehr lieber Nahrungsergänzungsmittelhersteller, und zwar Lebenskraft pur. Und den besuche ich heute, den Fabian Fallenbüchel. Und da klopfen wir jetzt einmal an, aber wir haben uns eh schon gesehen. Servus. Hallo, 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 Servus. grüß dich. Hallo. Das ist der Fabian und der ist zuständig für Lebenskraft pur, für alle Produkte von Lebenskraft pur. Und da schauen wir heute halt einfach ein bisschen rein und wir werden auch noch ein bisschen plaudern. Wird richtig spannend, aber vorher gehen wir was essen, oder? Das machen wir so. Genau. Ja, hallo meine lieben GeoLebenTV-Zuseher, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Heute gibt es wieder ein ganz spezielles Interview. Jetzt waren ein paar Wochen, war jetzt weniger los mit meinen Interviewpartnern, aber jetzt habe ich endlich wieder jemanden vor die Kamera bekommen, der mich schon ein paar Monate hingehalten hat. Aber heute ist es endlich soweit. Aber ich verstehe das natürlich, er ist ja auch mords und ziemlich beschäftigt mit seiner Firma, und zwar handelt es sich um den Gründer, um den Macher Fabian Fallenbüchel von Lebenskraft pur, den ich heute interviewen werde. Und zwar erstens mal zu seiner Firma, wieso und was und überhaupt. Und das andere, was mich total interessiert und was ich total spannend finde, Sie haben ja vor kurzem gerade auch eine liposomale Produktpalette herausgebracht, drei Produkte in dem Fall. Und über diese liposomalen Produkte werden wir uns natürlich auch ganz speziell unterhalten, denn liposomal ist natürlich die Zeit, die neue Zeit auf dem Nahrungsergänzungsmittelsektor. Und das schauen wir uns natürlich ganz genau an. In dem Sinne sage ich jetzt einfach mal, hallo lieber Fabian, cool und schön, dass du hier endlich mal bei GeoLeben mit dabei bist. Es ist nämlich wirklich Zeit geworden. Hallo und Servus, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor. Ja, servus Geo, vielen Dank für die Einladung. Jetzt hat es endlich geklappt. Ja, wie du schon gesagt hast, Fabian Fallenbüchel mein Name, bin 35 Jahre alt und Gründer von Lebenskraft pur oder Mitgründer zusammen mit meinem Kompagnon, dem Jürgen K. Und ja, wir machen eben naturheilkundliche und ganzheitliche Nahrungsergänzungen. Ja, cool. Da kommt dann eh gleich meine erste Frage. Du bist ja offensichtlich derjenige, der eher so im Vordergrund, der Frontman quasi von der Firma. Wir kennen uns ja doch jetzt schon eine Zeit lang und ich habe eigentlich immer nur mit dir zu tun. Und deinen Kompagnon, den sieht man maximal mal irgendwo auf der Webseite ein bisschen irgendwo. Genau. Ja, aber ist ja okay. Vielleicht kommt man mit dem auch mal ins Gespräch. Mir wird jetzt ja, einfach das, mal... Das ist ein bisschen schüchtern. Erschüchtern. Okay. Als Wissenschaftler. Macht nichts. Hast du ein paar Schüchterne in deiner Firma, gell? Okay, aber mich würde jetzt einfach mal interessieren, die Motivation. Ich meine, du bist 35 Jahre alt, also ziemlich jung, könnte man fast umdrehen. Ich bin 53 plus 3. Das ist ja schon eine ganze Generation dazwischen. Und was mich so fasziniert, ist so in dieser heutigen Zeit, dass wirklich auch relativ junge Menschen sich wirklich schon so intensiv eben mit dieser neuen Bewegung Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit, sage ich jetzt einfach mal, zu übernehmen und dann auch gleich eine Firma zu gründen. Wow, Chapeau, Hut ab, wenn ich einen auf hätte. Dankeschön. Magst du den Zusehern und mir vor allem auch einfach mal erzählen, wie das da dazu gekommen ist? Warum du hast ja, glaube ich, BWL studiert, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Wie du dazugekommen bist, wo du gesagt hast, jetzt mache ich doch einfach mal eine Firma auf, die mit Nahrungsergänzungen und sonstigen wichtigen Produkten zu tun hat. Wieso macht man das? Ja, ein bisschen mehr steckt schon dahinter. Also ist richtig, habe Betriebswirtschaft studiert und habe dann allerdings währenddessen, beziehungsweise eigentlich schon seit ich 18 bin, das sind mittlerweile auch schon 17 Jahre, das hört sich so viel an, also seit ich eigentlich 18 bin, schon mich mit diesen ganzen Themen beschäftigt, also sprich ganzheitliche Ernährung, Naturheilkunde und so weiter. Also ich habe damals einen Freund gehabt oder ja, einen älteren Bekannten, der hat sich sehr ausgiebig schon damals befasst, vom alten Schlag, ja, sag ich mal, mit Nüssen, Trockenfrüchten, diesen ganzen Superfoods, die man heute ja wirklich an jeder Ecke bekommt. Aber damals war es halt wirklich noch schwierig. Ja. Vor 17 Jahren hast du die noch eigentlich im Internet noch ein bisschen gekriegt und sonst aber nirgends.
Und da habe ich schon gemerkt, was für Effekt Vitalstoffe und ganzheitliche Ernährung auf den Körper und die Leistungsfähigkeit haben können. Und das fand ich faszinierend. Also ich war immer so ein Typ irgendwie, habe geschaut, also krank in dem Sinne war ich jetzt nicht, aber immer geguckt, wie kannst du dich einfach so ein bisschen ganzheitlich ernähren, wie kannst du dich noch leistungsfähiger irgendwie so machen, dass also die Energie einfach haben. So, das war immer so ein bisschen mein Motto oder so mein Antrieb, der mich irgendwie so fasziniert hat. Ja, wie kannst du einfach noch kraftvoller sein, mehr in deiner Energie sein? So, das war im Prinzip immer so mein Thema. Und habe damals schon, wie gesagt, gemerkt, dann mit 18, oh, das tut richtig gut, die Sachen da zu essen und so weiter, die in den Speiseplan mit einzubauen. Ja, und dann ging es da so eine ganze Weile, aber eher so hobbymäßig. Habe dann da mein Studium gemacht und dann auch in dem ganz normalen Bereich jetzt gearbeitet, nicht direkt in dem Naturheilkunde, ne, war eher so Hobby. Und dann vor mittlerweile letztens auch schon wieder 8 Jahre her, irgendwann wurde es dann intensiver, ja, und dann habe ich ja auch noch angefangen, eine zweite Ausbildung zu machen zum Fachberater für holistische Gesundheit. Mhm. Habe den dann noch hinten dran gehängt und bin immer mehr von diesem BWL-Thema weggekommen, ja. Also das war wirklich so eine Entwicklung. Seit 18 eigentlich ging das immer mehr in Richtung diesen naturheilkundlichen, ganzheitlichen Themen. Und das hat mich da einfach fasziniert und es wird immer besser. Auch mein persönliches Energielevel wurde immer besser. Und ich habe dann irgendwann angefangen, wirklich mir, kannst du dir vorstellen, wie im Keller einfach so meine eigenen Mischungen kreiert. Ja, mit Superfoods war das dann auch hauptsächlich. Ja, mit verschiedenen Gerstengräsern, Hagebuttenpulver, alle möglichen exotischen Superfoods, auch heimische Superfoods, ja, was man da alles machen kann, Wildkräuter und so weiter. Und habe mir da dann so eine persönliche Mischung einfach zusammengestellt, die ich für mich und meine Lieben ja zu Hause dann immer verwendet habe, weil ich mir einfach selber was Gutes tun wollte. Ja. Und irgendwann war ich dann auch mal zum Heilpraktiker gegangen und habe dem da von meiner Mischung erzählt. Der wollte die dann mal unbedingt austesten und fand die so gut, dass er die gern für seine Patienten gehabt hätte. Und das war dann irgendwie so der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, also es scheint ja wirklich nicht schlecht zu sein, was ich da mache. Und ja, dann hat er mich mit seinem Pharma-Referent zusammengebracht. Das war dann der Jürgen Kahr, mein heutiger Kompagnon. Und der Jürgen, der ist Pharma-Referent in der Naturheilkunde allerdings nur, also nicht in der Schulmedizin, bei den Guten also. Und ist da schon seit mittlerweile fast 30 Jahren in ganz Europa auch unterwegs, hat natürlich ein sehr großes Netzwerk, was das alles angeht. Ist da im Prinzip so... Ja, im Prinzip die Koryphäe, was Naturheilkunde angeht. Also es ist wirklich Wahnsinn, der Wissenschaft. Also mich würde jetzt schon mal interessieren, was hast du da für eine Mischung zusammengebraut, mehr oder weniger? was sind da die Hauptbestandteile dieser Zaubermischung quasi? Ja, im Alchemistenkeller, ja. Ja, ja. Kannst du und darfst du das sagen? Ja, da kommen wir später vielleicht noch drauf, ja. Was dürfen wir sagen, was dürfen wir nicht sagen, ja. Leider dürfen wir ja relativ vieles nicht sagen, aber ja. Ich sag's jetzt einfach mal. Ach ja, wir müssen vielleicht noch ein Disclaimer machen, ja. Also alles, was wir jetzt sagen, ist natürlich keinesfalls Ratschlag, ne. Das muss man wirklich immer ernsthaft dazu sagen. Wir sind ja keine Therapeuten. Und dürfen daher keine Ratschläge geben. Das sind nur persönliche Meinungen. Muss man wirklich immer dazu sagen. Ja. Ganz wichtig. Also dann sag's jetzt. Ja, also das drin, im Prinzip ist es das heutige Biobasis Plus, was wir haben. Das ist nochmal ein bisschen verfeinert worden, die Rezeptur. Mhm. Das, was wir quasi bei uns im Shop unter Biobasis Plus am Laufen haben, das ist im Prinzip so das, was ich damals zusammengemischt habe. Was heißt zusammengemischt? Ja, das ist natürlich mit ganz, ganz viel Know-how auch entstanden über 2 Jahre hinweg. Und ist nochmal heute auch nochmal verbessert worden. Das ist wirklich ein Synergetikum, sage ich immer ganz gerne, von Vitalstoffen, die aufeinander abgestimmt sind, um diverse Vitalstoffe eben bereitzustellen für den Körper, die tägliche Darmreinigung, einfach von allem ein bisschen. Und es bildet quasi das Fundament einfach, was man morgens quasi als Shake zu sich nehmen kann, um einfach ein schönes Fundament zu bauen. Okay, da denke ich, da machen wir es uns einfach und dann werden wir einfach von eurer Homepage dieses, wie heißt es nochmal, BioVital? Biobasis Plus. Dieses Biobasis Plus werden wir halt hier einblenden und dann weiß man ganz genau, was du da jetzt quasi so zusammengemischt hast in jahrelanger Arbeit im Kellerchen quasi. Ja, ich weiß, ich übertreibe es ein bisschen, so schlimm wird es nicht gewesen sein. was war dann so der springende Punkt, wo du dann gemerkt hast, okay, jetzt mache ich das nicht mehr nur für mich oder für meine Verwandten und Familienangehörigen, sondern jetzt möchte ich hier wirklich größer einsteigen und eine Firma gründen?
Ja, das war dann im Prinzip der Moment, wo der Heilpraktiker zu mir gesagt hat, ja, im Prinzip, er will das für seine Patienten haben. Weil das war ja dann der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, wenn der das für seine Patienten haben will, dann müssen das ja noch viel mehr Leute haben wollen, brauchen. So. Und durch die Kombination dann, gleichzeitig noch die Vorstellung mit dem Jürgen K., haben wir dann eben im Prinzip Lebenskraft pur gegründet. Das war im Prinzip so das Gründungsdienst. Der Jürgen K., ganz alteingesessen, alte Schule aus der Naturheilkunde, wirklich, wie man es von früher noch kennt, dieses ganze Know-how aus dem Bereich und ich eben aus diesem im Prinzip moderneren Bereich mit den ganzen Superfoods und so weiter, diese ganzen Linien, das war im Prinzip so die Kombination von Lebenskraft pur und das macht es auch so ganzheitlich, muss man sagen, weil wir eben nicht nur die Superfoods machen, sondern auch mit Extrakten arbeiten, aber eben auch nicht nur die Extrakte machen, sondern auch die ganzheitlichen Superfoods machen. Na, das ist im Prinzip so unser ganzheitliches Bild. Also du hast im Prinzip für jeden was dabei. Mhm. Für Leute, die präventiv einfach nur was machen wollen, für Leute, die, naja, darf man nicht sagen, krank sind vielleicht, finden die ja was bei uns, wer weiß. Du hast im Prinzip wirklich ein breites Spektrum, was wir anbieten können. Und das ist, glaube ich, unser großer Vorteil und auch das, was uns ein bisschen so ausmacht. Mhm. Wie lange ist das jetzt ungefähr her, dass du sagen kannst, wir haben jetzt diese Firma Lebenskraft pur? Oh, das sind jetzt, ich glaube, sind wir jetzt schon im vierten Jahr? Ich müsste jetzt lügen. Viertes Jahr. So in dem Bereich ungefähr. Ja, genau. Okay. Ja, ihr habt ja jetzt vor kurzem eine, wie ich schon am Anfang angekündigt habe, eine liposomale Produktpalette quasi jetzt mal aufgenommen. Das sind genau drei Produkte, wenn es mir jetzt hoffentlich noch einfällt. Ich habe mir es ja sogar hergerichtet. Du warst ja so lieb und hast mir auch was geschickt. Da haben wir mal Vitamin C liposomal. Genau. Dann haben wir die Glutation Plus liposomal. Genau. Und dann haben wir noch Alpha-Liponsäure, also die Alpha-Liponsäure liposomaler Formulierung quasi. Es gibt da jetzt einige Hersteller, die haben ja wesentlich mehr. Ja, weiß nicht, so 7, 8, 9, 10, so alles Mögliche. Man kann ja liposomal, kann man ja mehr oder weniger alles machen, wenn man mag. Mhm. Habe ich ja auch selber schon in meiner Hexenküche ausprobiert. Also liposomal kann man quasi alles machen. Warum habt ihr euch auf diese drei beschränkt? Vitamin C, Alpha-Liponsäure und die Glutation. Ja, fangen wir vielleicht mal ein bisschen vorher noch an, kurzer Schwenk noch vorher, was ist überhaupt liposomal, weil das ist wichtig für die Antwort. Also liposomal heißt ja letztlich, sind ja im Prinzip kleine Partikel und du nimmst quasi einen Vitalstoff und schließt den in eine Fettschicht ein sozusagen, ne? in eine Doppellipidschicht eigentlich, sind es zwei Fettschichten und da wird er eingeschlossen. Warum machst du das? Es ist so, dass du ja wasserlösliche Stoffe zum Beispiel hast, die meistens schwierig aufnehmbar für den Körper sind. Und wenn du die in so eine Fettschicht einlagerst, und die Fettschicht ist im Übrigen genauso wie die Fettschicht in den Zellen, dann kann die im Prinzip durch den Darm durch, weil quasi der wasserlösliche Stoff wird quasi als fettlöslicher Stoff sozusagen getarnt, eingebunden und kann dadurch dann durch den Darm bis in die Zelle und dadurch, dass ja die Membran genauso aufgebaut ist wie eine Zelle oder wie die Zellmembran quasi, die Liposomalmembran ist exakt gleich wie die Zellmembran und kann dadurch verschmilzen. Und dadurch kriegst du den Vitalstoff in die Zelle rein, der normalerweise relativ schwierig durch den Darm und durch den ganzen Prozess normalerweise im Körper zu kriegen ist. Genau. Das macht natürlich vor allem da Sinn, mit liposomalen Sachen zu arbeiten, wo eben dieses Problem vorherrscht. Und das sind eben dann so Sachen wie Alpha-Liponsäure, Glutation, auch so Antioxidantien vor allem sehen wir da die Einsatzgebiete, ja, sowas wie Kurkumin oder sowas, ja, wo du wahnsinnige Schwierigkeiten hast, das aufzunehmen. Ja. Und da sehen wir die Haupteinsatzgebiete, weil wie du schon sagst, du kannst ja alles machen, du kannst ja alles in liposomaler Form bringen, ne? Auch Moringa zum Beispiel oder was weiß ich, Grashaft oder so, aber es macht in unseren Augen keinen Sinn, weil du hast ja auch immer nur eine gewisse Ladekapazität, was du in so ein Liposom reinbringen kannst und gerade bei so ganzen Rohstoffen macht es in unseren Augen gar keinen Sinn, weil du ja nur ganz wenig dann von dem Wirkstoff, darf ich nicht sagen, von dem Stoff quasi in die Zellen reinbringst. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ne? Also vor allem, du hast ja auch noch, in meinen Augen ist es nicht verantwortungsvoll, solche Sachen zu nehmen oder liposomal zu machen, weil du umgehst ja auch gewisse Schranken des Körpers, die ja durchaus auch sinnvoll sein können. Du kannst mit liposomalen Formulierungen auch Allergene in den Körper reinbringen,
die ja dann wiederum nicht gewünscht sind. Ne? Der Körper wird sie normalerweise über den Darm ausscheiden und über die liposomale Vorleerung bringst du sie aber rein. Und da muss man schon genau wissen, was man tut. Und, oder auch so Sachen zum Beispiel wie B-Vitamine. Das ist ein absolut wichtiger Aspekt, den du mit reinbringst. Man kann alles Mögliche dann in die Zellen oder in den Organismus hineinbringen, das man vielleicht da gar nicht haben will. Aber wieso, wenn wir jetzt einmal von der Bioverfügbarkeit quasi jetzt einmal ein bisschen Abstand halten, ich habe so das Gefühl, das sind ja gerade so die Antioxidantien, also die Antioxidantien oder beziehungsweise die Radikalfänger par excellence. Na, Vitamin C ist sowieso der Alleskönner und dann die Glutation, wir ja in uns selber eh drinnen haben, die ja eigentlich Nummer eins ist, hier als Radikalfänger hier eben im Körper durchzustarten und dann eben mit der Alpha-Liponsäure, die einfach auch da wunderbare Wirkungen hat und dann zusätzlich eben auch noch so als Durchputzer, eben als Entgiftungs Antioxidanz quasi da eben auch noch wunderbar drinnen ist. Ist das so der Blickpunkt, warum ihr gesagt habt, genau diese Vitamin C-Glutation und eben die Alpha-Liponsäure, waren das so die eure vorherrschenden Gedanken? Genau, das war einfach die Gedanken, hauptsächlich aus dem Grund der Bioverfügbarkeit. Alles gut, du kannst es auch, es ist einfach noch effizienter. Ja? Du hast einfach fast die Effizienz von einer Infusion, fast. Ja? Also da streiten sich die Geister ein bisschen, aber du hast einfach im therapeutischen Bereich, es ist einfach total sinnvoll, damit zu arbeiten. Natürlich auch sehr preisintensiv, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Wie ich jetzt vielleicht präventiv hätte, klar, kann man auch mal so eine Kur machen, ist sicher kein Fehler, aber ich sehe diese liposomalen Formulierungen hauptsächlich im therapeutischen Bereich. Unser Plan ist im Prinzip auch ein bisschen für den Geldbeutel einfach auch ein bisschen, weil du musst nicht immer alles liposomal, auch Glutation und Alpha-Liponsäure kannst du in Kapselform machen oder Tablettenform, wollen wir auch noch machen, weil es ist einfach preis-leistungstechnisch unter Umständen auch sinnvoller und einfach fairer, wenn man das auch mal mit Tabletten macht. Genau, aber wie du sagst, diese zwei haben wir uns jetzt ausgesucht, eben drum, weil die von der Entgiftungsleistung her wunderbar sind. Vor allem in der Kombination Alpha-Liponsäure und Glutation, beides Chelatbildner. Ja, genau. Sprich, die binden im Prinzip unliebsame Metalle wie Quecksilber, Aluminium und so weiter an sich oder auch Medikamentenrückstände, beispielsweise Glutation. Ne? Das ist der Wahnsinn. Also was die Entgiftungsleistung angeht, sind diese zwei Stoffe einfach mit das Beste, was du fast machen kannst. Und das war so der Grund, warum wir die genommen haben. Und auch die Rezepturen beispielsweise. Wir haben jetzt nicht nur Alpha-Liponsäure, sondern wir haben die Alpha-Liponsäure mit L-Carnitin zusammengemischt. Weil da hast du wiederum einen Synergieeffekt. Genau, stimmt. Weil die regenerieren sich gegenseitig, ne? Das ist Wahnsinn, ja. Also wenn du die zwei Stoffe hast, die sich gegenseitig regenerieren, da hast du natürlich ein ewig langes Spektrum, also Wirkspektrum sozusagen, oder eine Stabilität, wie lange das im Körper arbeitet, als wenn du es alleine machen würdest. Ne? Und genauso bei der Glutation haben wir auch eben noch ein bisschen Vitamin C drin, weil es da auch Synergieeffekte gibt. Und das ist im Prinzip auch immer unser Ding, was wir eben machen wollen, so Synergieeffekte erzeugen. Mhm. Ja, finde ich total spannend, weil es eigentlich mit meiner Absicht mit den letzten Videos oder vorletzten Videos, die ich herausgebracht habe, total zusammenpasst, weil wenn man sich das Ganze ein bisschen genauer anschaut mit diesen Mikronährstoffen, da sind einfach sehr, sehr viele Synergieeffekte einfach vorhanden, wenn man weiß, was man mit was einfach verbindet, dass man Zink mit Vitamin A zum Beispiel am besten nehmen sollte, ja, oder wie du eh sagst, oder zum Beispiel auch Zink und Eisen, Vitamin C zusätzlich einfach das Ganze, dann hat man da natürlich ein Wissen, dass das Ganze natürlich nochmal enorm boostet, ja. Und das andere, was mir auch sehr gefallen hat, also du sagst jetzt wirklich, man sollte die liposomalen Produkte jetzt nicht einfach so jeden Tag präventiv oder halt so jeden Tag, man nimmt es halt, ne, man gönnt sich halt nichts Schlechtes, nehmen, sondern eher wirklich für den therapeutischen Gebrauch. Wir kommen eben von der Naturheilkunde, ne? Wir sind jetzt nicht die, also es gibt einige Hersteller, da geht es immer höher, weiter und so, so kommt es mir vor immer manchmal, ja, dass da nur darum geht, umso höher, umso besser, ja. Das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist einfach mehr der Oldschool vielleicht. Es ist Oldschool, keine Ahnung, was man da für ein Wort nehmen soll. Einfach irgendwo eine Sinnhaftigkeit zu haben. Ja. Ich muss nicht, mehr ist nicht immer besser. Du meinst so dieser Optimierungswahn, ja? Würde ich auch, das jetzt einmal sagen, ja? Ja, weil
es gibt in der Naturheilkunde gibt es schon seit Jahrhunderten und da gibt es so ein tiefes Wissen und da ist nicht immer mehr besser. Ja? Es kommt auf sinnvolle Kombinationen an, sinnvolle Einsatzbereiche und man muss es einfach mit Sinn und Verstand alles machen und nicht einfach nach dem Motto, mehr ist besser. Das ist so ein bisschen die Erfahrung, die so immer mehr stattfindet in meinen Augen, die ich nicht so gut finde, weil das ist nicht der Sinn von Naturheilkunde, darum geht es nicht. Ja, na, da bin ich absolut d'accord mit dem, was du da sagst, sehe ich auch ähnlich, ja, ich sage es halt ein bisschen anders, ich habe so das Gefühl, dass man zum Teil in der Szene wirklich noch was und noch was Höheres und noch was Stärkeres und noch was Wahnsinnigeres, also das ist so wirklich so ein bisschen so ein Trend, den ich selber auch verfolge, dass man das Gefühl hat, man muss immer wieder was Neues aus dem Hut zaubern und das, also ich nenne es dann so einen Optimierungs- Wahn ist jetzt vielleicht ein bisschen böse ausgedrückt, aber ständig so auf dieses Optimieren aus zu sein und komplett zu vergessen, dass das, was gestern noch gut war, jetzt heute auch noch gut ist und man muss nicht jeden Tag irgendwas total eben ersetzen und ganzheitlich ist halt eben nicht immer nur das auf den neuesten Zug aufzuspringen, sondern immer alles mitzunehmen, was halt an Möglichkeiten da sind, ja, aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und von mir aus auch aus der Zukunft. Ja, das absolut. Das gefällt mir gut, wie du das sagst, weil da hat man dann wirklich so das Gefühl, da geht es jetzt nicht rein nur auch ums Geld verdienen. Man muss ja schon auch wirklich sagen, die liposomalen Produkte sind halt auch mal teurer. Das ist einfach einmal ganz klar so und dass dir da eben nicht sagt, okay, kauft nur mal die liposomalen Produkte und dann ist das Beste, sondern sie wirklich sinnvoll einzusetzen, zu ergänzen und sehr wohl eben auch bei den älteren, alt klingt eh schon wieder so, also bei den bisher bewährten Produkten einfach auch zu bleiben. Ja, ist auf jeden Fall mal total super. Also das mit dieser liposomalen Geschichte gefällt mir auf jeden Fall, dass Sie da mit jetzt auch was ins Boot genommen habt, aber die anderen Sachen auf jeden Fall auch noch mit drinnen gelassen habt. Ja, was, lieber Fabian, was habt ihr noch so an Produkten, wo du sagst, das sind noch so ein, zwei, drei, die würde ich gerne einfach auch nochmal besprechen, weil die einfach wirklich so richtig Sinn machen. Ich weiß, es machen alle Produkte richtig Sinn, aber wo du sagst, na, das sind so meine ganz persönlichen Favorites. Ja, da würde ich im Prinzip an erster Stelle, das ist einfach auch eins meiner Lieblingsprodukte, das sind halt eben die Vitamin-D-Tropfen. Und das ist genau auch so ein Thema, da sagen wir halt, also wenn wir jetzt nochmal kurz zurückspringen aufs Liposomale, aus unserer Sicht macht das keinen Sinn. Weil du hast ein super potentes Mittel, was zu einem super Preis-Leistungs-Verhältnis kriegen kannst. Mhm. Wieso sollte ich das? Klar, Liposomal nochmal ein paar Prozent mehr, sicher, keine Frage. Aber ist die Frage, ist es das wert? Der, keine Ahnung, zehnfache Preis. Mhm. Und da sagen wir dann eben, nee, es macht keinen Sinn. Und deswegen machen wir das eben mit Tropfen weiterhin. Hast du so ein Fläschchen, so ein kleines mit 3,3 Millionen Einheiten Vitamin D, ja? Das ist, das hält dir ein Jahr oder länger. Und das ist einfach eins meiner Favorites, weil ich Vitamin D einfach auch selber so für wertvoll halte, ja? Mit seinen Kofaktoren natürlich noch Vitamin K, Magnesium. Das sind so die Sachen, die ich mit am wichtigsten sehe oder auch zu erwähnen wäre, vielleicht noch, bin großer Fan von dem Traubenkernextrakt, da haben wir auch ganz, ganz lange gesucht. Von welchem Extrakt? Traubenkern. Ah, Traubenkern, ich habe das noch nicht verstanden. Genau. Okay. Ja, das mag ich. Also das, und vor allem, es kann sogar die Blut-Hirn-Schranke überwinden, die Blut-Retina-Schranke sogar überwinden. Ja, also du kannst sogar im Auge und im Hirn damit arbeiten. Und da bin ich immer großer Fan davon, weil das ja so die Bereiche sind, gerade wenn es darum geht, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden im Hirn. Ne, wir wissen ja durch die ganzen Belastungen, Aluminium, Stichwort, das da aus den Bereichen rauszukriegen, wo es eben schwierig ist, hinzukommen. Ne? Mhm. Und da bin ich immer großer Fan davon, wenn man solche Sachen hat, die eben auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden können oder sogar Blut-Retina-Schranke im Auge nochmal arbeiten können. Mhm. Deswegen mag ich das so gerne. Ja, das sind so im Prinzip die drei Hauptprodukte. Aber natürlich, wie du schon sagst, alles ist wichtig. Ne? Irgendwie, ich meine, es gibt genauso auch mein Biobasis Plus, was ich mir jeden Morgen nach wie vor seit Jahren reinpfeife, den Shake und auch das Grassaftpulver. Das ist so, die Mischung macht es einfach, ja. Ich denke, es hat natürlich jeder so seine eigenen Favorites, genauso wie ich das habe und da wirst du auch welche haben. Auf jeden Fall klingt das alles sehr, sehr schlüssig, alles wunderbar. Und meine lieben
lieben GeoLeben TV Zuseher, in diesem Sinne möchte ich jetzt mal dieses erste Video jetzt einfach mal gut sein lassen, möchte dir auf jeden Fall mal Danke sagen für diese ersten Einblicke, wie ist die Firma zustande gekommen, was ist deine Motivation, dann vor allem die liposomalen Produkte, Glutation, Alpha-Liponsäure und der Alleskönner Vitamin C, der soll auch wieder mal richtig gut rauskommen, ja, und eben dann auch noch deine Favorites wie eben Vitamin D und warum man liposomal machen soll und wann es eher weniger Sinn macht und dass ihr eben auch auf den Geldbeutel achtet und wirklich nur das vorantreibt oder eben auch liposomale Formulierungen macht, wenn es wirklich auch Sinn macht. Das finde ich eine super, super tolle Einstellung. Ja, lieber Fabian, danke, danke jetzt einmal für dieses erste Video und für diese tollen Einblicke. Liebe Zuseher, schaut einfach mal auf die Seite von Lebenskraft pur, beziehungsweise auch bei mir unten drunter in der Infobox habe ich auch einige Links zu gewissen Produkten eben auch schon drinnen. Und oder schaut auf meine Homepage, da gibt es eben auch die liposomalen Produkte und da steht auch alles Wissenswerte dazu dabei. So, lieber Fabian, ich bedanke mich recht herzlich für diesen sehr, sehr interessanten Einblick in eure kleine, aber sehr, sehr feine Manufaktur. Also das ist wirklich mal sehr Spannendes, einfach zu sehen. Also, Fabian, danke für dieses erste Interview. Bitte gerne. Und ihr wisst eh, meine lieben Zuseher, bleibt gesund oder wenn es sich noch nicht seid, dann werdet auf jeden Fall gesund. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Denn mit dem Fabian kommen sicher noch ein paar nach. Baba, ciao, tschüss und Servus. Tschüss.